Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ich habe alles weggeräumt, die zwei Autos noch auseinandergenommen. Die Munition sowieso brauchen wir, die Sachen sollen zum Trader. Aber noch ist es ja nicht so weit, wir sind noch mitten in der Nacht. Wir müssen natürlich Quests abgeben, neue Quests annehmen. Wir sind auch mittlerweile an Tag 21. Ich dachte jetzt bloß zumindest, solange der Trader noch zu hat. Ich möchte gerne, bei uns fehlen ja noch so viele Rezepte, noch einmal da vorne in Crackenbook rein. Ich weiß, wir waren da schon drin, aber eigentlich müsste er mittlerweile wieder aufgefüllt haben. Mal gucken kann ja nicht schaden. Es ist aber auch nur, bis der Trader auf hat. So, dann nehmen wir eine neue Quest an. Beton müsste dann auch wieder eine ganze Menge fertig sein. Das wird erst... Ja. Zumindest unsere Hordenbase fertig machen können. Jetzt hätten wir wahrscheinlich wieder eine Armee an Papier. Jo. Jo, sehr viel Papier. Gut. Ich hoffe nur, uns überrascht hier ist kein Bär oder sowas. Das wäre nicht so toll. Ja, ich habe gehofft, mal ein paar Bücher zu finden. Bücher, die ich nicht habe, meine ich. Oh ja, gut. Also, sollten wir irgendwann mal eine Schrotflinte benutzen? Wir haben kein Problem, uns Schrotflintenmuni herzustellen bei dem ganzen Papier. Gut. Gut, die Bücher, die so auf den Tischen lagen, also die füllen sich natürlich nicht auf, das ist klar. Aber zumindest... Behälter, den werde ich gleich zerlegen. Das soll ja jetzt quasi auch nur so schnell durchlaufen werden. Wir kriegen Besuch von Shorty. Hallo. Oh, wir kriegen noch mehr Besuch. Okay. Machen wir Abflug. Da, wo wir hier damals drin waren, waren wir auch noch auf Abenteuer, Adventure oder so. Bleib liegen. Ach, Bebel. Hallo. Genau. Leg dich flach. Ist ja schlimm. Papier. Hier ist noch ein bisschen Papier. Ich weiß nicht, diese neuen Crackbooks sehen zwar nice aus, aber man findet so gut wie nur Papier. Ah, immerhin gab es ein Level-Up. Jute, werde ich da mal ganz kurz nachgucken. Wie hat denn hier noch nicht alles, ne? Genau, der fehlt noch. So, wir hätten die nämlich voll. Dann können wir uns das nächste Mal um andere Sachen kümmern. Werde wahrscheinlich einen Punkt hier noch reinmachen, damit wir die Überlastung komplett weg haben. Und dann passt das auch alles. Diese, der noch. Papier, wer hätte es gedacht? Wow. Ja, gut. Die gelten von beiden Seiten. Da ist noch was. Da habe ich wahrscheinlich vergessen, was zu looten beim letzten Mal. Ist eh nur Papier drin. Hier wäre jo. Gut. Ich werde jetzt auch erstmal kein verrottetes Fleisch oder sowas mehr mitnehmen, weil das haben wir jetzt so viel von. Das kriegen wir eh nicht mehr alles verarbeitet. Also daher... Das mit dem Papier ist die Wucht. Das ist echt die Wucht mit dem Papier. Gut, aber aufgefüllt haben sie sich definitiv alle, aber nicht zum Positiven. Definitiv nicht zum Positiven. Ja, wenn ich mal Rezepte finde, habe ich sie schon. Ja, bis jetzt jedes Rezept, was wir gefunden haben, schon in unserem Besitz. Gut, gibt zumindest ein bisschen Geld beim Trader. Ah, ja, hier ist sowieso wieder alles leer, ne? Ja, da ist noch ein Bücherregal. Guck mal, sieh mal einer an. Wer das steht? Hallo? Ach, komm her, Junge. Hey. So, weiter geht's. Die Papier. Ja, Papier. Hier ist auch wieder Papier. Jo. Und hier ist ebenfalls Papier. Jo. Wie richtig, ja. Ich mag auch die neuen Aufmachungen hier, ne? So Bücherwerbung. Für die Hälfte reduziert. Haben wir auch schon. So, hier in der Kinderabteilung stand auch ein Zombie beim letzten Mal. Diesmal wohl doch. Ey. Immer mit der Ruhe, Robert-Koch-Institut. Es kommt zu spät. Wird hier nicht mehr gebraucht. So, dann haben wir hier... Wow. Nur Rezepte, die wir schon haben. Ja, lohnt tut es jetzt nicht wirklich, alte Gebäude nochmal durchmachen. Es sei denn, die werden zurückgesetzt.
Das ist das reinste Papierparadies hier. Aber der Trader macht ja gleich auf. So ist es nicht. Oh, meins, was wir nicht haben. Holzbogen. Wow. Mensch, dafür hat es ja schon fast gelohnt. nicht im geringsten. Das ist echt pervers viel hier mit dem Papier. Das ist, ja, was soll ich dazu noch sagen? Raucher würden sich freuen. Hatte ich die? Ja. Gut. Papier. Ein Speerjägerband 4. Erhöht die Projektilgeschwindigkeit und Reichweite um 15%. Gut, bringt mir persönlich jetzt nichts, aber wir hatten es noch nicht. Das wird mal gelernt. So, da noch was. Oh. Und größtenteils ist es echt immer noch Papier. Gibt hier zwar extrem viel zu looten, aber nichts Brauchbares. Die hatten wir alle schon, ja. Gut, hier noch. Ich glaube, die hatte ich vergessen beim letzten Mal. Zumindest das Buch, was hier auf dem Boden liegt. Haben wir zumindest gleich jede Menge Rezepte zum Verkaufen. So, hier nochmal. Da nochmal. Gut. So, sonst hätten wir hier alles, ne? So, weiter geht's. Tut mir leid, kurz unterbrechen war, weil, das hat bei mir an der Tür gebimmelt. Aber jetzt bin ich wieder voll und ganz für euch da. Wir haben hier auch so ziemlich alles durchgelootet, ne? Hier ist noch so ein bisschen. Da wird es auch schon Tag. Sehr schön. MP5-Bauplan. Naja, wenigstens mal zwei Sachen, die wir nicht haben. Gut. Oh, hier sind noch zwei Quests. Das Schweigen der Lämmer. Die haben wir doch auch schon gemacht. Zerlegen. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Bogenschießen für Ranger. Lerne deinen Bogen richtig zu reinigen und zu warten. Bögen nutzen sich 20% langsamer ab. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber wird gelernt. Gut. Hier kommen bestimmt gleich Zombies aus der Decke oder so. Da stehen welche auf oder? Nö. Keine da. Doch. Hallöchen. Haben die denn jetzt her? Die habe ich eben gar nicht gesehen. Die müssen ja irgendwo gewesen sein. Ah, nun komm her, Junge. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. So. Was macht die mit ihrem Stripdance hier immer? Gut, so. Ah, wenigstens ein Buch, was wir nicht haben. Band 1, Ausbildung zum Feuerwehrmann. Du hast dich an extreme Temperaturen gewöhnt und bist jetzt 10% widerstandsfähiger gegenüber Hitzung geworden. Das ist nice. Lernen wir doch glatt. So, das habe ich schon. Das nicht. Da ist noch ein bisschen Papier. Ist da noch Geld drin? Ne. So, die hätte ich. Die hatte ich, glaube ich, auch, ne? Nein. Papier. Wer hätte es gedacht? Ah, das nehmen wir nochmal. So. Zumindest ein paar Rezepte haben wir noch gekriegt. Gut. Das ist leer. Das ist leer. Gut, die haben wir alle. Sehr schön. Dich lasse ich mal stehen. Wir gehen nochmal kurz hier Lugi machen. Die noch irgendwas Brauchbares im Klo oder so. Na. Wie viel Papier haben wir denn jetzt? 1018. Okay. Und jede Menge Rezepte zum Verkaufen. Hier ist noch ein Rucksack. Ah, gut, die kann ich gleich trinken. So leere Gläschen schmeißen wir wieder raus. Zack. So, der ging nicht. Hier kann ich noch was looten. Naja. So. Den kann man noch mal looten. Das nehme ich gerne mit. So. Hier noch irgendwas Brauchbares. Zum Beispiel noch mehr Blaubeerkuchen. Sehr schön. Dann hätten wir hier noch mehr leere Gläser, die wir nur wirklich nicht brauchen. Hier ist noch was Brauchbares. Oh ja. Yucca-Saft-Smoothie lerne ich gerne. Säure ist immer gut. Hier noch was. Kaffee. Und ein leerer Schrank. Okay. Eine zerstörte Werkbank. Die hat
Stahlwerkzeugteile, gut. Da, okay, hallo. Eigentlich von hinten anschleichen, ne? Das haben wir gerne. Ich habe aber deine Tollpatschigkeit gehört. So, hier nix. Da ist noch was. Ein bisschen Blei zum Zerlegen. Noch ein bisschen Geld, was wir gleich mitverkaufen können. Den kann ich auch zerlegen. So. Und Papier, naja. Doll ist das Ganze wie immer nicht. Hier noch irgendwo was zum Looten oder so? Nö, ne? Bäh. Gut, dann gehe ich hier hinten noch einmal gucken. Ah ja, da hatten die sich damals durchgekloppt. Stimmt. Leer. Auch leer. Das war's hier auch schon, ne? Ich meine, der Krakenburg ist nicht gerade groß. Ah, ein paar Jetons, den zerlege ich. So. Ja gut, der hat noch nicht mal ganz auf und wir sind durch. Alles klar. Gut, wir haben zumindest ein paar Rezepte gekriegt. Jetzt nicht allzu viel, aber ein bisschen zumindest. Nein, hier geht's weiter. Da oben noch was zu looten? Nee, ne? Nö. Gut. Zumindest ist der Laden hier wieder zombiefrei. Das ist doch auch schon mal was. Die hier hinten hatte ich, ne? Ja. Das auch? Jo. Ich glaube, ich habe hier alles. Gut. Dann raus aus der guten Stube. Leider hat er noch nicht ganz auf. Denn werde ich jetzt einmal ganz kurz... Warte mal, die Jetons sollten hier rein und der Rest... Was weiß ich, bringe den Rest jetzt kurz nach Hause. Und dann können wir gleich die Rezepte und alles zusammen bei ihm verkaufen. Aber das dauert ja leider noch eine Stunde, bis er aufmacht. Da kann ich auch gleich nach dem Beton mal gucken. Weil heute ist ja Horde. Also nicht bei der heutigen Folge wohl eher nicht. Weil wir haben ja jetzt quasi noch 24 Stunden vor uns. Aber wir werden die Horde definitiv machen, bevor die Alpha kommt. Die Alpha sind wir ja, die Stable. Ja, gut, das ist ein bisschen was. Gut, zack. Papier hatte ich doch schon irgendwo drin, ne? Ah, hier. Ach, hat er alles rausgeholt, alles klar. Dann einmal kurz Getränke. Zack. Den Blaubeerkuchen behalte ich mal. Die Draht kommt mal hier mit rein. So. Zack, so. Dann haben wir oben noch ein paar Waffenteile. Das ist alles Trader. Bis auf die ist der Rest alles Trader. Okay. Die Sachen kommen hier noch mit rein. Und das Eisen kommt da vorne in die Schmiede. Zack. Und sonst ist hier echt alles Trader, ne? Jo. Gut. Der braucht länger zum Aufmachen als gedacht. Da ein bisschen, da ein bisschen, so, hier dann nochmal ein bisschen. Gut, zum Verkaufen haben wir eine Menge. Dann werde ich schon mal einmal kurz ein bisschen Beton mitnehmen. Und hier dann, nein, das war hier drin. Den Clownhammer. Und davon müsste ich sowieso neue machen, ehrlich gesagt. Mit den vier kommen wir nicht weit. Da war noch Beton, ne? Drei Stück, aber gut, die können wir... Warte mal. Dann kann ich hier doch schon mal ein paar Steilgerüstblöcke fertig machen. Gut, ich werde wahrscheinlich nicht mal allzu viel brauchen, aber ich mache mal 40. Werden wahrscheinlich zu viele sein. Lieber zu viele als zu wenig. So, dann mache ich das schon mal ein bisschen verstärken. Und noch hat der Gute ja nicht auf. So. So. Ich hoffe mal, dass es genauso hält wie auf der anderen Seite. Wäre sehr schön. Gut, von den Dingern habe ich zwar jetzt nur vier dabei, aber die vier kann man ja schon mal ranklatschen. Dann nehmen wir die da.
Drehen Sie einmal richtig. Das da. So, der müsste da denn oben auf, genau. Hier müsste einer ran und hier geht es wahrscheinlich wieder nicht wegen der Platte, ne? Ja. Hier ist wieder so eine blöde Platte vor. Ah, das müsste ich ja wieder genauso machen wie da drüben. Hier könnte ich noch einen vorsetzen, hier zwischen geht denn wieder nicht. Gut, aber mehr als diese vier haben wir im Moment sowieso nicht. Ma. Ist ja nur ein bisschen dafür da, um die zu schützen. Ich hoffe nur, dass die Zombies hier, wenn sie hier runterfallen, auch ganz normal rauslaufen und nicht hier durchspucken oder so. Wäre schon ein bisschen doof. Zumindest ist das Ganze jetzt ein bisschen stabiler. Also die kloppen da jetzt nicht mehr so schnell kaputt. Hier, der müsste noch. So. Gut, den Rest machen wir gleich. Dann nehme ich auch gleich die neuen Steilblöcke mit. Weil der Trader hat auf. Dann machen wir den Rest da fertig. Hier sind wir eigentlich relativ gut vorbereitet für die Hordennacht. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für die Quest. Gut. So, mein Freund, was hast du denn Schönes? So. Style-Knüppel Stufe 4 und Militärhelm Stufe 5. Ja, da kommen wir der Sache da schon näher. Sogar mit Helmlichtmotte. Style-Knüppel kannst du behalten, auch wenn er besser ist als der Basie. Ich bleib bei Basie. So, und 2040 Jetons, das ist auch sehr schön. Ich nehme noch glatte Militärhelm. So, jetzt verkaufe ich einmal kurz, dann nehme ich meine Schaufel. Den haben wir auch nicht, aber das Geld natürlich. So, die, das und den, so. Gut, jettungsmäßig hat es sich ja jetzt echt gelohnt. Neue Waren kriegt er erst am Tag 21. Gut. Jetzt will ich mal kurz was gut gehen. Der war besser als meiner, ne? Oder besser gesagt gleichwertig, aber hier unten die Sachen sind besser. Tragen, was habe ich denn? Stufe 4 Eisenhelm, ne? Ich würde aber gerne die Mods daraus, ne? So. Dann gehe ich einmal kurz in den neuen Militärhelm. Ändern. Helmlich ist sogar schon drinne. Aber Farbe kann noch rein. Die Taschen müssen wieder rein. Ja. Gut. Helmlicht müssen wir wieder haben. Jo. Kann ich den mich auch gleich hier verkaufen? Der bringt 410. Ich will mal was gucken. Wenn man da Mods reinmacht, angeblich. Ja, besser, ne? Gibt mehr Geld. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Das werden wir jetzt ausprobieren. So. 642, tatsächlich. Gut, dankeschön. Dann gucke ich jetzt nach deinem Quest, mein Freund. Du hast jetzt... 2 Stufe 1er? Echt? Abholen und säubern, Stufe 4, ganz in der Nähe. Ah, es dürfte wieder die Schule sein. Seitige Zombies, ah, ich nehme mal das. Weil ich will nicht schon wieder die Schule. Nicht schon wieder. Das wird ja sonst auch langweilig. Aber die machen wir jetzt nicht sofort. Nicht ganz sofort. Ich hole jetzt kurz die Style-Blöcke und mach mal kurz das da fertig. Das ist ja nicht mehr viel. Und dann machen wir die Quest. So. Style-Blöckchen. Schmiede. Da sind sie. Du kannst wieder aus. Hier. Oh, der ist noch gut zugänge. Da könnte ich eigentlich auch schon mal wieder neu ansetzen. So, ist der noch zugänge? Ja. Das dann nehme ich mal mit. So. Gut. Weiter geht's. Ja, ich weiß, das ist nicht so super interessant, wenn man hier baut. Aber es gehört nochmal zum Spiel dazu. Muss man zwischendurch leider auch machen. Das geht nicht anders. So, jetzt brauche ich einmal die. Und den?
Einmal kurz die Platten auswählen. So. Und dann mache ich hier einmal Copy und Paste. Halt vorher den einmal verstecken. So, den auch. Gut. Den daran, das. So. Und bitte nicht zusammenbrechen. So. Mir geht wahrscheinlich wieder nicht wegen der Platte, ne? Ne. Ach, was ist da? Geht auch nicht. Okay. Ist doch ärgerlich. Dann mache ich so. So. Das ist zumindest ein bisschen geschützt. Wie auf der anderen Seite auch. Zack. Müsste, glaube ich, sogar noch ein höher. So, und hier müsste ich dann auch so wieder vorsetzen. Zack. Na, so doch nicht. Bitte lass dich da vorsetzen. Holzframes habe ich keine mehr. Gut, Moment. Weiß gar nicht, warum ich die Dinger immer zerlege. Ich brauche sie doch sowieso ständig. Zack, zack, so. Da einen hin, da einen hin. Ja, die müssen tatsächlich eine Höhe, sehe ich gerade. Ja, der bin ich ja doch froh, dass ich so viele gemacht habe. So, einmal drehen bitte. Ups. Zack. Und jetzt bitte bleib stehen. Nicht zusammenbrechen. Das muss nicht sein. Zack. Und hier kriege ich sowieso keinen hin. Gut, dann ist das Ganze zumindest ein bisschen geschützt. Ich hoffe, das hält jetzt noch, wenn ich es zu Beton mache. Komme ich da oben an? Ja. Es ist jetzt nicht perfekt geschützt. Ich weiß, es geht besser. Dafür hätte man es aber von Anfang an anders bauen müssen. So, und hier ging ja nichts, genau. Dann fehlt hier noch. Sehr schön. So, ja gut, das ist da auch, ne? Ja. Es ist zwar nicht gerade schön, ich meine, die sind so jetzt nicht hundertprozentig geschützt, aber zumindest ein bisschen. So, dann mache ich die hier nochmal. Sicher ist sicher. Beton haben wir ja jetzt ein bisschen über. So. Und ich werde jetzt definitiv das nächste Mal keine Platten an die Seiten machen, weil so lässt sich das echt scheiße bauen. So, alles ein bisschen stabiler hier. Zumindest solange wir noch Beton haben. Gibt ja auch noch ein bisschen EP. So. So, der Beton wird eh nicht für alles reichen, aber so gut wie es geht. So. Zumindest hier vorne, weil hier werden die wohl, glaube ich, am meisten gegen kloppen. Da fällt mir ein, sind die hier eigentlich noch heile? Nein. Soll die vielleicht auch mal reparieren? Da haben sie ja auch ein bisschen rumgehämmert. So. Aber EP gibt es. Also irgendeiner sagte mir mal, dass es verändert worden ist. Es gibt für das Verbessern kaum noch EP. Also das kann ich nicht bestätigen. Und ich habe die EP auf normal stehen. Nicht hochgedreht oder so. Also so wenig ist das definitiv nicht, was man hier kriegt. So, dann hätten wir es euch jetzt auch. Kam sogar weiter mit dem Beton als gedacht. Ich glaube, hier kloppen die sich so schnell nicht durch. Bäh. Gut, Beton ist sogar noch ein bisschen über. Sehr schön, wenn das hier alles trocken ist. Ich weiß nicht, hier werden die wohl nicht rumkloppen, oder? Ah, man weiß ja nie bei den Zombies.
Zumindest hier auf Zombiehöhe sollte man vielleicht noch ein bisschen verstärken. Muss ja jetzt nicht voll sein, so viel Beton haben wir ja nur auch nicht. Aber man weiß ja nie bei denen. Jetzt ist Beton auch alle. Ne, der ist kaputt. Okay, ich habe keine Steine mit. Wieso, das beweist, dass sie doch ein bisschen rumkloppen. Da ist auch kaputt. Da auch. Gut. Ah gut, hier kommen sie ja eigentlich gar nicht ran an die Wand. Sehr schön. Und hier kann ich sowieso nicht verstärken. Dafür bräuchte ich Steine. Obwohl ich sagen muss, die haben hier auch schon ganz schön rumgekloppt. Aber das Ding ist massiv. Das kriegen die sowieso so schnell nicht auseinander. Gut. Dann hätten wir das Ganze auch. Gut, das war jetzt wieder größtenteils eine Baufolge. Aber gehört ja nur auch dazu. Wir wollen ja schließlich auch die Hordennacht überleben. Ah, hier vorne bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Warte mal kurz. Hier könnten sie echt rumkloppen. Vor allem macht das Ganze jetzt doch ein bisschen stabiler. So. Ah, hier, den einen nehme ich auch mit. Zack. Gut. Hier vielleicht nochmal. Gehe ich jetzt einfach nur auf Nummer sicher. So. Das reicht jetzt aber auch. Ja, gut. Wird die Hordennacht wohl überstehen? So ist es nicht. Wir haben ja auch Waffen. Gut. Dann kommen später noch ein paar Spikes darum. Aber nicht jetzt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da ist der Tacho rot. Halt da doch nicht rein. Hier rein. So. Der Clown haben wir da wieder rein. Und die restlichen Platten. Die zerlege ich auch mal. Du kommst wieder hier runter und du. Aber irgendwas fehlt hier unten noch jetzt. Ach ja, genau die. So, der Beton kommt da noch rein. Die jet uns noch ins Moped. Mensch, wir haben schon wieder eine Menge Schotter, ne? Dann fahren wir jetzt zur Quest. So, die ist ja gar nicht weit entfernt, aber es ist zumindest diesmal nicht die Schule. Weil das geht in die andere Richtung. Gut, die Hordenbaser, das wäre was ganz Großes geworden. Das kann ich an der Stable gerne machen, aber hier wird das wohl leider nichts mehr. Aber zumindest können wir uns verteidigen. Ja, das dürfte auch gar nicht weit sein. Das müsste da vorne irgendwo sein. Ich glaube, wir fahren die Strecke auch mal gemeinsam, ne? Weil erstens ist es nicht weit und zweitens... Kennt ihr das hier, glaube ich, noch gar nicht? Da hatte ich sonst immer geschnitten. Das heißt... Oh, was ist mit dem Moped los? Gerade sagen, verliert er unterwegs an den Saft? Ah, bin ich mal gespannt, was es ist. Stufe 4 Quest wird ja immer ein bisschen größer. Obwohl es geht, ne? Jetzt guck mal, was Gebäude, was wir in der letzten Folge hatten. Das war jetzt auch nicht so groß, ne? Ist wohl immer unterschiedlich, das Wasserwerk, meine ich. Das ist die Hütte hier, das ist die Kirche. Ja gut, die Kirche, die ist, ja... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Kirche kenne ich, wenn sie noch genauso ist wie damals. Ist sie nicht allzu groß. Sie sieht groß aus, aber es sind sehr viele große Räume drin. Aber es ist trotzdem nice, da war früher immer Halligalli. Ich bin mal gespannt, ob das immer noch so ist. Aber ja, die Quest machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.